Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht, ich habe ein paar Truhen gesammelt und ein paar Kämpfe gemacht. Ja, und ich habe auch eine neue Karte bekommen. Zwei neue Karten, nämlich einmal die Werewolves und die Slingers. Habe ich schon verwässert, damit ich etwas Erfahrung bekommen habe. Und ja, mein Deck hat sich eigentlich nicht geändert seit dem ersten Part. Und ein zweites habe ich noch nicht erschaffen. Überhaupt, was ist im Karte? Im Shop, den Warrior, eine neue Karte. Hört sich irgendwie wie der Knight an. Also der Ritter. Aber den hat man schon. Ich glaube, das hier ist dann. Also Boscher ist der Ritter. Keine Ahnung, wer das ist. Pfeile, die habe ich aber schon. Auf Level 3. Und noch den Barrel Sack. Ah, das sind die, das ist das Koboldfass. Das heißt, die hier, nein, die hier sind die Kobolde. Gut zu wissen. Ja, ich kann nicht wieder reden heute. Okay, verdammt, ich kann wirklich nicht reden. Die kostenlose Truhe, die zwei. Okay, 49 Gold und drei Slingers. Okay, zweite, 51 Gold. Einmal den Botscher und zweimal den Bomber. Gut, den kannst du mal verbessern. Auf 48 Gold und 3 Slingers. Bam, 43 Gold. Die Slingers hat, okay, die Koboldhütte. Und den Bomber. Zweimal wieder bekommen. Golden Chest, jetzt bin ich gespannt. 159 Gold. Neunmal den, ich wollte schon Slinger sagen, Bowlers und einmal den Mini-Algol. Jetzt auf die Quell-Chest, wie man das ausredet. Oder ausspricht. Ja. 154 Gold, okay, gut. 4 Perlen. Auch mal die Archers, okay, das ist gut. 10-mal die Slingers. Einmal den Mini-Algol und einmal die Slingers hat. Okay. Das einzige Gute war, dass ich den Bomber bekommen habe. Bam. So, jetzt bin ich noch Level 3. Yes! Jetzt hat mein Königsturm 36 Leben und noch 57 Schaden. Und die Bogenschützentürme haben jetzt 1624 Leben und noch 58 Schaden. Also ein Schaden mehr als den als der König. So, okay. Verbessern. Warum? Wieso verbessere ich? Sollte ich nicht lieber mein Geld behalten? Ich glaube, das wäre besser. Und ich habe noch Epic Replays, also dieses Achievement bekommen. Ja. Guck mal hier. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Was mache ich gerade? Oh Gott! Warte. So, so. Und jetzt wieder da. Okay, ich habe gerade mehr zu sagen Zeit verschwendet, aber egal. Jetzt geht's los! Bam! So, wir bekommen einen Level 2. Ja, Spieler. Okay. Und schon Remaka. Juhu. Wieso lacht der? Wenn ich ein Level über ihm bin oder was? Ups. Hä? Okay, ich verstehe den Typen nicht. Bomber. Und den Phönix. Und den Ottoman noch. Ja, gut gekontert, um ehrlich zu sagen. Der Riese wird zweimal zuschlagen. Oder sogar dreimal. Wow, der Feuerball wäre richtig gut. Richtige Anfängerfehler. So, bam. Den Botscher. Obwohl der Botscher ist, der ist die Walküre, glaube ich.
Dann ist bestimmt der andere Typ, die ich am Anfang vom Part darüber gesprochen haben, bestimmt der Ritter. Na egal. Wer es weiß, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Oder ist das hier die Walküre? Ach, ich habe keine Ahnung. Mir sagen, es ist egal. Und ich habe den Typen hier etwas zerfetzt, zu mir zu sagen. Ja, und gewonnen auf jeden Fall jetzt. Bam, 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 bam und bam! Gewonnen. Yes. Oh, 25 Steggers, eine Silberschast und 10 Gold. Okay. So, die mal aufmachen lassen. Naja, ich brauche noch 7 Dinger, sag ich mal, um die Okal-Truhe zu öffnen. Wer weiß, wie die Dinger hier, die man bekommt, wenn man einen Turm zerstört, dann schreib es mir in die Kommentare, denn ich habe am Ende keine Ahnung. Keine Ahnung. So, das. Ach, verdammt, meine Stimme. Oh, oh. Komm, mein Problem. So, Feuerball. Alter, wieso hängt's bei mir gerade so krass? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe gerade mal sagen, etwas Probleme. Mein Internet schwächt gerade etwas. Haha, mein erster Turm ist schon fast kaputt, nur wegen diesen blöden Internetproblemen. Oh Gott. Oh nee, nicht schon wieder. Oh Gott. Ich brauche dringend mal bessere Karten. Hallo. Verdammt, im falschen Moment. Oh wow. Und tschüss, Turm. Oh Gott, Hilfe! Ich habe wirklich gerade viele Internetprobleme. Okay, das war dumm von ihm. Er hat erst ein paar Wasser gerade verschwendet. Sagt man das? Ein paar Wasser verschwendet. Ich sage einfach Elixier. Denn ich bin etwas. Ja, du das zu sagen auch. Ich probiere jetzt einfach mal einen Push aufzubauen, was möglich wird sein. So, Feuerball, juhu. Feuer, juhu. Okay, mein Internet geht gerade wieder. Aber der Gegner hat's aber gewonnen. Alter, das nervt so langsam. Feuerball! Oh. So, ich muss einen riesigen Push aufbauen, damit ich diesen blöden Bastard umbringe. Oh, das wird leider nix. Juhu. Noch einen Phönix, juhu. Feuerball, juhu. Ach Mann. Zum Glück hat er nur einen Turm von mir zerstört. Und ich gleich alle drei. Ja. So, bam. Level 1. Ja, okay, ist ja total fair für ihn, ne? Bomber und Phoenix hier. Oh, ich hab schon mal die Falle bereit, notfalls.
So, die Note machen. So, Giants. Oh je. Heule! Wow, ich habe seine Truppen sofort erledigt, als sie kamen. Er fühlt sich jetzt gerade richtig verarscht, bestimmt. So, Phoenix. Also, ich finde, den Phoenix ist wirklich. Der Phoenix ist wirklich richtig gut. Er hält richtig viel aus. Okay, der Spieler ist so gut wie tot. Tot wie Brot. Das reimt sich richtig gut. Bäh. 21 Stagger, Superfucking geil. Eine Silberchest und 10 Gold. Ja, ich hab's mir verhalten. Okay, das war ein paar Sekunden. Vergiss das jetzt schon. Ich glaube, ich soll dafür meine Schnauze halten. Okay, Level 2, ja. Och nö, wieso hat jetzt. Oh Gott, das nervt so langsam. Jeder der von diesen blöden Prinzen. Phoenix sei schneller als der andere. Okay. Wow, das war ja richtig schlau. Okay, beim links wird sein Turm gerade richtig zerfetzt. Ich schon seinen linken Turm zerstören. Neben Feuerball. Oh mein Gott, der hat soeben 4 Elixier verschwendet. Okay, Giant Attacke. Er ist soeben gerade im Nachteil. So, der Giant kümmert sich um den. So. Ich glaube, er macht nichts mehr, denn er weiß schon, ich bin so. Ich bin richtig fett am Arsch. Es kommt bestimmt gleich die Nachricht. Dein Gegner hat den Kampf verlassen. Ja, das war einfach. Und bam. Ach man, ich hasse es immer in sein Spiel wie Clash Royale. Sein. Oh, Enchanted Chest. Oh, das ist. Warte mal, ich will kurz schauen. Enchanted Chest, das ist anscheinend die magische Chest, nicht die himmlische. Ja. In Clash Royale ist hier die Giant Chest, ist hier halt die große Chest, dann die Enchanted ist die magische Chest und die hier ist halt dann die Super Magietruhe. Und das ist die Magietruhe, die in der Mitte, die ich gerade bekommen habe. Meine Nase geht mir gerade richtig auf den Sack. Oh, jetzt öffnen, natürlich. So, 423 Gold, okay. Zweimal den Giant, geil. Ich habe den Warrior freigeschaltet, geil. Sechsmal die Pfeile. Zweimal die Slinger und meine Nase geht mir gerade auf die Nerven. 14 mal den Badger, ach du Heiliger. Den Bolo-Sack freigeschaltet. Eigentlich ist mir das Wort eingefallen. Und einmal den Bomber. Okay, das ist gut. Bam und bam. Ich habe jetzt da 144 Gold. Nein, nicht Gold, Perlen benutzt, aber das war's mir wert, um ehrlich zu sagen. Ich hatte keinen Bock zu warten. Und ihr wollt ja natürlich sofort als die Truhe bestimmt aufmachen, ne? So, jetzt noch einen Kampf und ich hoffe, ich werde. Noch so eine Dings kommen, um die Qualtruhe wieder zu öffnen. Also auf jeden Fall etwas kann ich sagen. Dieser Part ist sehr erfolgreich. Sehr. Okay, er ist überhaupt Level 2. Okay. Das heißt, ich habe einen kleinen Vorteil. So. Feuerball. Damit ich die Truppen ausschalten kann. Oh Gott! Hilfe! Pfeile! Hallo! Oh, ich werde etwas Schaden kassieren. Ach Mann, ey, wegen meinem blöden Internet aber auch.
Jetzt kommt die Skelettarmee oder die Skorpionarmee. Nicht abwehren. So gut, weil ich Probleme hatte. Geil, danke Internet. Ach man. Hat den Bomber angesetzt. Okay. Dann wäre der Butcher. Ach nö. So, Feuerball, ich hab keinen Bock mehr. Was hab ich gemacht? Oh Gott! Epic Fail! So. Tschüss. Oh Gott! Jetzt hab ich ein kleines Problem wieder. Ah, Mann! Ich behalte gerade aber die Freude, denn ich warte nur darauf, dass er die blöde Skorpionarmee einsetzt. Und falls ich die volle Eimerwelle benutze, dann habe ich wieso noch den Phönix. Und falls. Oh, nö! So, ich setze aber sofort die volle. Obwohl nicht. So. So, schon den Giant vorsitzen. Und jetzt kommt ein riesiger Push von mir. Und sein Push wird zerstört. Yes. Mein Phoenix hat den die Musketiere sofort mit erledigt. So, bam, den Ottoman und so und so. Jetzt wird er richtig überholt. Oh oh. Bam. So, Feuerball. Oh, das war richtig gut. Hallo. Oh Gott. Schnell Feuerball. Yes. Oh, das war ein cooler Kampf. Spannender auch. So, 25 Daggers und jetzt noch die Urqual-Truhe. Truhe öffnen. Yeah. 149 Gold. Okay. 6 Perlen. Zweimal den Ottoman. Einmal die Pfeile. Viermal die Archers und dreimal die Klinger. Okay. Jetzt kann ich die Archer auch mal verbessern. Jetzt sind die auf Level 4. Geil! So. Meine Kette nicht usen. Ja. Und dann noch. Also ich hab jetzt. Wie viele Karten habe ich dabei bekommen? Ich habe jetzt 1, 2, 3. 3 Karten dabei bekommen. Geil. Jetzt brauche ich nur noch 40 Karten zu sammeln. Dann habe ich sie alle. Oh je. Das ist noch ein langer Weg. Die Legendären. Es gibt 5 Legendäre. Okay. Gut zu wissen. Und Job gibt's ja auch nicht. Ja, das war's im Video. Es war auf jeden Fall ein erfolgreiches Video, denn ich hab vieles bekommen. Aber es ist auch immer so, an so Spielen wie halt Clash Royale. Ich hab's jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Da am Anfang bekommst du immer so viel und dann danach, wenn du in den höheren Arena hast und fast alle Karten hast, dann bist du immer so, ich will diese Karte, denn ich brauch das. Und komme ich einfach nicht hin, andere Spieler zu besiegen, weil die einfach ein so starkes Deck haben. Das ist wirklich einfach gerade so, wie ich mich auch in Clash Royale fühle, denn ich komme einfach nicht weiter mehr. Das ist die ganze Zeit so, Freunde, und ich habe es immer so wirklich, so knapp, weil ihr habt es ja im Video vom Dienstag gesehen, da war es so knapp, das ist andermals so. Ich bin so auf 2.255 Trophäen, dann gehe ich wieder 3 Trophäen hoch und dann wieder runter. Das geht gerade die ganze Zeit. Das nervt so langsam. Oh, ich kann jetzt in Tribes gehen. Natürlich mache ich wieder meinen eigenen. Wie immer. Kappa. Das habe ich auch noch heutzutage Kappa. Keine Ahnung. Was habe ich jetzt wieder angerichtet? Ja. Für einen kurzen Moment war hier mir der Bildschirm eingefroren. What the?
Ja, wow, epic fail. Egal. Das war's dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht ein Like dazu lassen, damit ich sehen kann, dass euch das Video gefällt. Und vergesst nicht einen Kommentar mit Kritik und Infos dazu lassen, wie ich mich verbessern kann. Vergiss nicht mich zu mir und nichts zu verbessern und wieso drück ich hier auf. Und vergiss doch nicht, dass ihr. Hey Alter, ich kann jetzt schon nicht reden. Und vergiss nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen. Endlich mal. Okay. Tschüss.